Eine Gewinnergeschichte hat immer nur ganz einfache 5 Schritte. Warum braucht jeder von uns eine Story? Bitte? Weil das Gefühle weckt. Das ist sehr, sehr gut, was du sagst. Weil das Gefühle weckt. So. Und warum weckt eine Story Gefühle? Und was würde passieren, wenn wir keine Gefühle wecken? Das ist die einfache Sache mit den Kreisen. Du hast 3 Kreise, wie du Werbung machen kannst. Der äußere Kreis ist was? Die meisten Menschen erklären, was du von mir bekommst. Das ist die Werbung. Der zweite Kreis ist wie. Das ist schon besser, denkst du vielleicht. Und der dritte Kreis ist warum. Das ist der innere. So, wir haben alles drin, wenn wir Werbung machen. Du musst immer ein bisschen wie erklären, was und warum. Aber die meisten Menschen, und das ist das Entscheidende, fangen außen an. Die erklären zuerst, was sie machen. Was? Sie erklären, was sie machen, kommen dann so ein bisschen, wie sie es machen, und am Ende kommt noch so ein bisschen, warum. Das ist Marketing für Nichtkönner. Marketing für Könner ist was ganz anderes. Die fangen mit warum an und gehen dann nach außen. Mal ein bisschen wie, ein bisschen was, aber hauptsächlich warum. Du brauchst die Story, damit du dein Warum transportierst. Du musst dein Warum erklären. Menschen kaufen nicht deine Produkte. Was glaubt ihr, was die in Wahrheit kaufen? Kaufen die Produkte? Nö, das wissen wir jetzt. Was kaufen sie? Eine Lösung für ihre Probleme. Wird dir jetzt marketingtechnisch jeder erklären. Eine Bedürfnisbefriedigung, alles richtig. Dahinter ist noch eine Ebene. Sie kaufen von dir den Beweis, dass das, was sie glauben, richtig ist. Sie glauben etwas und dein Produkt ist der Beweis, dass das, was sie glauben, stimmt. Und deswegen kaufen sie es. Deswegen kannst du niemals, solltest du niemals jemanden überzeugen, deine Produkte gut zu finden. Vergiss das. Sondern finde die, die es bereits glauben, dass es gut ist. Und die Bestätigung haben wollen, dass das, was sie glauben, stimmt. Das sehen die gar nicht so. Aber ich kann Leute nicht überzeugen, dass Geld wichtig ist. Ich kann Leute aber finden, die tief in sich denken, dass mit dem Geld, das muss ich doch hinkriegen, verdammt nochmal. Das muss doch klappen, ich muss doch mehr können. So, und diese Leute, die kann ich finden und denen kann ich dann mit meinem Produkt den Beweis liefern, das, was du immer schon gefühlt hast. Das stimmt. Du kannst das und ich gebe dir das System dafür. Das ist Marketing. Und wenn du jetzt sagst, okay, dann fange ich also mit dem Warum an, weil das spricht den Glauben an und mein Produkt ist der Beweis, dass der Glaube stimmt. Wenn ich also hiermit anfange, dann kann ich das nur sinnvoll transportieren mit einer Geschichte, mit meiner Core-Story. Und die meisten denken, das brauche ich nicht. Und viele brauchen es auch nicht in ihrem Geschäft, weil es auch so funktioniert. Ich sage euch aber, es würde 10-mal besser funktionieren, wenn ihr eine Core-Story hättet. Arbeitet an der Core-Story. Die kommt in den Marco. Wartet drauf, das Modul ist super, super wichtig und super, super gut gelungen. Wenn ich das von meinem eigenen Modul sagen darf. Bis dahin, baut eine Geschichte, indem ihr schon mal jetzt, schon mal, ohne dass ihr es könnt, das Warum transportiert. Eine Gewinnergeschichte hat immer nur ganz einfache 5 Schritte. Erstens, was war mein Problem? Und das Problem zweitens, emotionalisieren. Also, was war mein Problem? Zweitens, Problem emotionalisieren. Drittens, wie habe ich dieses Problem überwunden? Also mein Sieg. Und viertens, den Sieg emotionalisieren. Fünftens, das System erklären, wie ich das geschafft habe, mit dem Call to Action verbinden. Aber völlig richtig. Ja? Also das sind die 5 Schritte. Dann hast du deine Core Story. Und die Core Story zeigt dem anderen, verdammt nochmal, ich hatte immer schon das Gefühl, ich habe recht. Und das ist der Beweis.
Und die Amerikaner nennen das Epiphany Bridge, Offenbarungsbrücke. Du hattest eine Offenbarung, weil du ein Problem gelöst hast. Und diese Offenbarung wird zu seiner Offenbarung, indem du es erzählst, weil der plötzlich sagt, ja, ist ja richtig. Eigentlich immer schon geahnt. Und als Mediziner, gerade als Ayurveda-Mediziner, kannst du das super machen. Weißt du, was Deepak Chopra Slogan, kannst du vergessen. Nicht gut, weil ich habe ihn nicht mal behalten. Mission Statement, ich habe ihn nicht mal behalten. Aber die Core Story von Deepak Chopra kann ich nicht vergessen. Kennst du die? Er war Arzt in einem Krankenhaus, bevor er Ayurveda gelernt hat und muss nach New York fliegen. Von was weiß ich nach New York. Also ein paar Stunden Flug. Da ist ein sterbender Mann auf seiner Station. Und dann geht er zu diesem sterbenden Mann und sagt, ich bin in 3 Tagen wieder da. Halte durch. Stirb nicht, wenn ich weg bin. Dann ist er 3 Tage weg, kommt wieder, hat den alten Mann vergessen. Die Stationsschwester sagt ihm, der alte Mann lebt noch. Und da kriegt er auf einmal wahnsinnig schlechtes Gewissen. Er eilt zu dem alten Mann ans Bett, der hat 3 Tage in größten Schmerzen ausgehalten, nur damit er noch lebt, bis der Arzt wiederkommt. Und dann hat er gesagt, Doktor, jetzt kann ich sterben. Dann ist er gestorben. Dann hat Chopra bitterlich geheult und hat sich dann gefragt, wofür ist das, was lerne ich jetzt, was ist da für mich so wichtig? Dann hat er gesagt, die Macht des Geistes ist so unfassbar stark. Das hätte er nie machen dürfen, das wusste er. Es war so leicht, so einfach dem das so zu sagen, der leidet 3 Tage umsonst, hätte sich auch vorher verabschieden können. Das musste ja alles nicht sein, aber es war für ihn so unfassbar wichtig zu sehen, was der Geist kann. Dann hat er gesagt, ich gründe meine Medizin auf die Macht des Geistes. Und so ist alles entstanden. Dann ist er zurückgegangen nach Indien, hat Ayurveda gelernt, weil er vorher war es sein Nachteil, als indischer Arzt in Amerika kriegst du keine Patienten. Jetzt kam er wieder und war Guru, weil er Ayurveda gelernt hatte. Und das ist der bestverdienste Arzt weltweit. Unfassbar, was der Mann für ein Geld macht. Als ich mit ihm gesprochen habe, pro Jahr verdient. Das ist schon viele Jahre her. Weil er dann natürlich die Verbrauchsprodukte genommen hat und so weiter, Bücher geschrieben. Und das ist einfach unfassbar, die Erfolgsgeschichte. Aber die Core-Story ist die Macht des Geistes. Und weil er es schafft, sich in der Core-Story selber in ein ganz schlechtes Licht zu rücken damals und zu sagen, da habe ich aber draus gelernt, da habe ich einen riesen Fehler gemacht, es wird mir nie mehr passieren. Ich werde diese Macht des Geistes von jetzt ab nutzen. Deswegen ist es so glaubhaft.